Hey, ich mache heute ein Video über Glück, weil mich das schon jetzt eine Weile immer wieder beschäftigt. Und ich möchte dir einfach mal mitteilen, was ich so dazu für Gedanken habe, was ich für Erfahrungen gemacht habe und ja, das gerne mit dir teilen. Die mich schon länger verfolgen, wissen, dass ich mich mit Buddhismus beschäftige und dass ich ja, dieses Buch, Das Herz des Buddhismus, dass das gerade mein Begleiter ist und dass ich da ganz viel gerade draus ziehen kann. Es ist so ein Grundlagenbuch über Buddhismus. Ich verlinke dir das mal unten in der Infobox. Und in diesem Buch habe ich gelesen, das ist von Thich Nhat Hanh, dass jeder Moment das Potenzial hat, dass ich in jedem Moment glücklich sein kann. Jeder Moment birgt das Potenzial in sich, ein glücklicher Moment zu sein. Und das ist so die wichtigste Botschaft und das, was ich auch gerade am intensivsten übe, immer wenn es mir einfällt, es zu üben. Zu schauen, warum ist dieser Moment jetzt ein glücklicher? Und was ich auch sehr, sehr wertvoll fand, war zu lesen, dass ich nicht erst alles geklärt haben muss, dass ich nicht erst so und so aussehen muss, dass ich nicht erst das und das haben muss, um glücklich zu sein. Ich komme so aus der Ecke. Oh, wenn ich das und das noch erlöst habe, wenn ich perfekt bin, dann werde ich geliebt, dann bin ich glücklich. Das war vor vielen Jahren und ich bin jetzt seit einiger Zeit unterwegs und ich habe noch einige Fehler und ich bin noch unvollkommen. Das werde ich wahrscheinlich auch mein ganzes Leben lang sein und trotzdem möchte ich jetzt glücklich sein. Und es gibt viele Gründe, warum wir vielleicht nicht glücklich sind. Ja, vielleicht liegt es daran, also ich habe das bei mir auch entdeckt, dass ich Angst habe, dass andere da neidisch auf mich schauen. Ja. Wenn ich so richtig glücklich bin und die ganze Zeit lache und mich freue und ja, dann werde ich wahrscheinlich auch Neid auf mich ziehen. Aber wieso sollte ich die anderen wichtiger nehmen als mich? Jeder ist für sein Glück verantwortlich und ich möchte lieber glücklich und lächelnd durch die Welt gehen und mit meinem Lächeln andere anstecken und das Glück in der Welt mehren, dadurch, dass ich mein Glück teile mit den anderen. Ja, es wird mehr das Glück, wenn wir es teilen, genauso wie das mit der Liebe ist. Ja, es kann auch sein, dass zum Beispiel in deiner Familie viel gejammert wurde und ach, das Leben ist schlecht, das Leben ist schwer und hart. Und dann ist es natürlich für dich auch schwierig, aus so ins Glück zu kommen. Also es könnte eine Hürde sein. Und ich weiß aus der systemischen Familientherapie, dass es auch wirklich eine große Herausforderung darstellt, der Familie fremd zu gehen. Ja, das anders zu machen als die Eltern, das anders zu machen als die Großeltern. Und dennoch möchte ich dir Mut machen, das zu tun. Geh fremd. Mach es anders als deine Familie. In meiner Familie war es zum Beispiel unüblich, körperlich zu sein. Und ich habe in meine Familie gebracht, weil es mir einfach wichtig ist, weil ich merke, dass es mir gut tut, meine Eltern zu umarmen, meine Familie zu umarmen, meine Oma, mein Bruder. Das habe ich in die Familie gebracht. Und seitdem fühle ich mich viel näher mit denen.
Und ich glaube auch, dass sie das mögen. Ja, also du kannst auch der Startpunkt sein für etwas Neues in deiner Familie. Nur weil es alle vor dir so gemacht haben, heißt es nicht, dass du das auch so machen kannst. Du kannst der Punkt sein in der Familie, der diese Folge unterbricht. Und eine recht neue Erkenntnis, die ist erst ein, zwei Tage alt, ist, dass ich bisher immer dachte, dass wenn ich in einer Beziehung lebe, das ist das große Glück. Dann habe ich es geschafft, dann werde ich immer glücklich sein. Und bei mir war das auch immer so, dass Paare, oh, das war irgendwie, die hatten es besser, die waren liebenswerter, die wurden vom Leben mehr geliebt, weil da gab es ja einen Menschen, der sie total liebt. Und ach, ja, und ich habe jetzt gemerkt, dass das Glück universell ist. Ich weiß noch nicht, das ist, glaube ich, noch nicht das Endwort, aber so von der Übung, die ich am Anfang geschildert habe, jeder Moment hat das Potenzial, dass ich da glücklich bin. Der hat mir gezeigt, dass ein Waldspaziergang kann mich zutiefst glücklich machen. Ein leckeres Essen, das Zusammensein mit Freunden, ein guter Film. Da kann ich Glück spüren. Und warum sollte dieses Glück weniger wert sein als das, was ich vielleicht mit einem Partner habe? Wo ja auch nicht immer alles rosig ist. Ja, also da gibt es so Bewertungen. Wann ist ein Glück mehr wert als das andere? So ist das Leben nicht gemeint. Liebe ist Liebe. Glück ist Glück. Und da komme ich zu einem wichtigen anderen entscheidenden Punkt. Die Selbstliebe. Erlaube ich mir, glücklich zu sein? Bin ich es wert, glücklich zu sein? Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn ich mich liebe, dann möchte ich, dass ich glücklich bin. Dann möchte ich, dass ich das schönste Leben habe, das möglich ist für mich. Dass ich das schönste Leben habe, das möglich ist für mich. Also wenn du glücklicher sein möchtest, wenn du mehr Glück in deinem Leben spüren möchtest, dann richte einmal den Blick da drauf. Schau in die richtige Richtung. Meistens liegt das Glück ganz knapp neben dem, oh, das und das stimmt nicht, das und das ist nicht gut, im Außen und im Innen. Und dann die Selbstliebe, schau dir das an. Arbeite an deiner Selbstliebe, an dem, wie du mit dir bist, dass du gerne mit dir bist und dass du glücklich mit dir sein kannst. Und das kannst du üben, jeden Tag. Die Selbstliebe ist ein Thema. Ich arbeite da gerade an einem Videokurs für die Selbstliebe und ich weiß, das ist einfach etwas, das man täglich übt, das man täglich praktiziert, um da eine Veränderung reinzubringen. Und es ist eine tägliche Übung, das Glück zu sehen. Ja. Und es liegt an dir, das zu tun. Es ist deine Entscheidung. Ich habe ein Video gemacht, das heißt, alles passiert aus Liebe. Das geht in die ähnliche Richtung. Das Leben so zu drehen, dass wir das Gute, dass wir das Schöne, dass wir die Liebe in allem sehen. Ich verlinke dir das in der Infokarte. Und du weißt, ich habe auch schon andere Videos gemacht, in denen es mir nicht so gut ging, wo ich an meinen Ängsten war. Und ja,
Und das ist natürlich auch das Leben. Und das Glück auch. Und ich lebe mich langsam Schritt für Schritt in das Glück hinein. Immer mehr. Ich kann dir sagen, mein Leben ist die letzten Jahre immer glücklicher geworden. Natürlich gibt es auch traurige Momente, ängstliche Momente. Aber ich gehe da immer schneller durch, weil ich immer schneller den Sinn sehe, beziehungsweise mir immer schneller Unterstützung hole, um mich da rauszubringen, aus diesen Gedankenschleifen, aus dieser Verzweiflung. Ja, und deswegen möchte ich dir mit diesem Video, mit all meinen Videos, diese Unterstützung geben, diese Erinnerung. Ja, also ich wünsche dir alles, alles Liebe für dich und freue mich, dass du dieses Video schaust und dein Glück mehren möchtest, und ich wünsche dir alles, alles erdenklich Gute dabei. Adieu.